Ja, und die Christen fühlen sich natürlich herausgefordert und angesprochen. Und deshalb gehen die Christen natürlich auf das ein, was Muslime den Christen vorwerfen. Dreifaltigkeit falsch, Jesus war ein Prophet, der war nicht der Sohn Gottes und so weiter und so fort. Und das ist ein Gespräch unter denen. Damit habe ich nicht viel zu tun. Ich bin weder Christ noch nicht Muslim. Genau, und ich finde aber, es ist ein Blödsinn, weil, guck mal, ich bin der Meinung und der Auffassung auch, dass wenn man wirklich an einen Gott glaubt, dann soll man an den Gott glauben. Und wenn man der Meinung ist, als Christ, sage ich mal, daran zu glauben, dass Jesus Sohn Gottes ist, ne, dann soll man da ruhig dran glauben. Und wenn der Muslime sagt so, nein, Jesus ist ein Prophet Gottes, dann soll man dran glauben. Warum machen wir uns das Leben so schwer? Danke. Warum? Danke. So, wenn du der Auffassung bist, es ist dein Recht zu sagen, ja, okay, es ist so. Und der andere hat aber das Recht wiederum zu sagen, das ist so. Weil ich bin der Meinung, jeder sollte das glauben, für was er richtig hält. Und es bringt uns nichts, wenn wir die ganze Zeit darüber rumstreiten und uns beleidigen und uns da hinterfragen. Warum sollen wir uns hinterfragen? Wenn wir wirklich so gläubig sind und an Gott glauben, dann können wir doch von beiden Seiten aus sagen, okay, es gibt's Gott. Wenn ich falsch liege, dann ist das so. Dann habe ich Pech gehabt, dann habe ich nicht recherchiert oder so. Genau. Ne? Und es gibt eine Formel schon bereits dafür. Leben und leben lassen. Richtig. Und ich bin der vollen Überzeugung. Also das ist meine Überzeugung, ne? Und es werden jetzt viele schockiert sein, weil ich denke so, oh, wie redet er? Aber es ist wirklich Wahrheit. Wir zerbrechen uns den Kopf, ob Jesus Sohn Gottes ist oder ein Prophet. Ja. So. Auch wenn er Sohn Gottes nicht sein sollte und dafür ein Prophet, dann ist das halt so. Aber wir können nicht jetzt, wir sind menschliche Wesen. Wir waren noch nie irgendwie im Himmelreich oder in der Hölle, um zu beweisen können, dass es so ist. So. Und wer gibt uns wirklich die Bestätigung, dass es alles so ist? Verstehst du, was ich meine? Ja, so. Ich bin da voll auf deiner Seite und ich sag dir auch, warum ich voll auf deiner Seite bin. Ich glaube nicht, dass irgendeine Religionsgemeinschaft auf der Welt zweifelsfrei beweisen kann, dass ihr Gott existiert. Und ich finde, in einer Welt aus multireligiösen Gebilden oder aus einer Welt mit Multireligionen sollten wir lernen, uns zurückzuhalten. Das Problem ist aber, und jetzt kommt das große Problem, auf der christlichen Seite besteht das Bedürfnis der Missionierung und auf der islamischen Seite besteht der Anspruch, wir müssen die Christen korrigieren, weil die Unglaubliches behaupten. Das ist das Problem, warum ich heute da bin. Die Muslime können die Christen nicht in Ruhe lassen und es gibt auch einige christliche Bewegungen, die sehr gerne Muslime missionieren wollen. Ja, und das ist das Problem. Warum kann man nicht einfach sagen, leb doch glücklich mit deinem Jesus Christus und alles ist gut und du lebe mit Mohammed gut. Der einzige Grund, warum ich heute hier bin, ist nicht, weil Muslime beten, fasten, zur Pilgerfahrt gehen. Das ist mir völlig egal. Sondern weil eben der Islam auch Probleme verursacht, wie unsere Religion ist die Wahrheit und alle anderen Religionen müssen weichen. Wie zum Beispiel das Christentum im Nahen Osten. Ich weiß nicht, woher du jetzt kommst. Woher bist du ursprünglich? Ich bin aus der Richtung vom Balkan. Ah, Balkan. Okay, dann sage ich dir mal eine Sache. Die Christenheit in der islamischen Welt schrumpft und schrumpft von Jahr zu Jahr zu Jahr. Irgendwann mal gibt es keine Christen mehr im Nahen Osten. Man sagt, dass in etwa 10 Jahren keine Christen mehr im Nahen Osten existieren. Das ist der Trend. Warum? Vertrieben, verjagt, ermordet, getötet, konvertiert und so weiter und so fort. Schau dir Ägypten an. Dort entführen Muslime jedes Jahr zig Frauen, koptische Frauen und konvertieren diese Frauen zum Islam. Dasselbe in Pakistan. Was ich damit sagen will ist, ich sitze heute hier als jemand, der das kritisiert, dass Religion so viel Einfluss hat und so viel Unsinn auf diese Erde verursacht. Und der Islam ist da halt eben top, so leid es mir tut. Aber ich sehe nur immens großes Blutvergießen in der islamischen Umma, in der islamischen Weltgemeinschaft und nicht so sehr aus den anderen Gemeinschaften. Die Hindus, okay, darf ich kurz was dazu sagen? Ja, gerne. Guck mal, ich bin, wie sagt man das, unparteiisch? Ich bin nicht für Christen und auch nicht für Muslime in dem Augenblick. Aber die Aussage, die du oft triffst, finde ich verkehrt. Tut mir leid, dass ich das sage, aber es ist meine Meinung, weil ich finde, es ist, glaube ich, nicht der Glaube, der den Menschen dazu treibt. Das ist der Mensch selbst. Weil der Mensch kann ein gut, also, man sagt, ein Mensch kann eine gute Seele sein, aber auch eine Bestie.
Ne? Das hat gar nichts mit Religion zu tun. Das sind Menschen, die haben das im Kopf, sie denken, sie müssen danach gehen. Aber das stimmt gar nicht so. Wenn wir jetzt in Schweden sehen, Breivik so, der hat auch viel unzählige Kinder ermordet, ja, und war auf dieser Linie, diese rechtsextremistische Schiene. So, jetzt kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, nur weil jetzt jemand rechtsdenkend ist, dass er jetzt rausgeht und Leute ermordet. Viele haben zum Beispiel Rechtsgedanken, weil sie mit irgendwas in Konflikt geraten sind, wo sie jetzt so denken. Breivik ist ein extremes Beispiel für das, was heute sich abspielt. Genau, Breivik war ein einsamer Wolf. Aber wie viele einsame Wölfe gibt es in der islamischen Welt, die Terroranschläge begehen? Ja, nicht aber wir können das nicht so... Überall. Weißt du, wie viele Dschihadi-Gruppen es gibt? Über 120 auf der Welt. Aber sind das Muslime? Selbstverständlich. Sie Nein. alle kommen aus den Koranschulen, sie kommen aus dem Madrasa, sie kommen aus den islamischen Instituten, ihre Führer sind alles gut ausgebildete religiöse Gelehrte und selbstverständlich, sie verstehen halt den Islam so und praktizieren ihn so. Ja, ich sag dir mal was, bei aller Liebe, ne? So, im respektlichen Form. Mein Vater ist zum Beispiel ein Muslim, ne? Und er betet 5-mal am Tag. Meine gesamte Familie so. Ich habe noch nie von meinem Vater persönlich gehört so. Und das ist jetzt keine Ausrede oder sonst was, ne? Ich habe noch nie von meinem Vater gehört zum Beispiel irgendeinen Konflikt oder so. Er ist genau das Gegenteil. Er ist sehr bescheiden, er ist zurückhaltend. So, er versteht mich nicht, warum ich nicht in diesem Glauben so stark drin bin, weil ich habe mein eigenes Mindset, weißt du? Und ich lass mich nicht von irgendwas überzeugen, weil ich finde, wenn ich, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein guter Mensch, aber wenn ich sage, ich bin kein Mörder und ich habe niemanden selig verletzt oder gemobbt oder so, dann sehe ich dazu keinen Grund, warum ich in die Hölle landen sollte, weißt du? So, und ich bin der festen Überzeugung, Leute, die sowas machen, das hat nichts, rein gar nichts mit dem Islam zu tun. Das sind Leute, die haben von klein auf irgendwas im Kopf reingetrichtert bekommen oder haben eine Lebensgefährtin gehabt und Lebensgefährten, es hat nicht funktioniert und dann kommen sie auf dieser Schiene. Kennst du diese TikToker? Also ich versuche dir mal ein Beispiel zu geben, ja? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Okay. Gehen wir jetzt mal davon aus, ein TikToker, ne, beleidigt, sage ich mal, eine Volksgruppe, ja? So. Und dann merkt er, oh, ich kriege Hate. Und dann kommt er mit dieser Schiene so, ja, tut mir leid, Leute, aber wenn mir Gott doch verzeihen kann, wer seid ihr, dass ihr mir nicht verzeihen könnt? Wisst ihr? Und das ist so diese Masche von den Leuten, die sich dann denken so, oh, ich tue das ja für Gott. Nein, du tust es nicht für Gott. Du machst es nur für dich, weil du dir denkst in diesem Augenblick, ich muss das machen, weil mich das so zieht. Und ich glaube nicht, dass ein vernünftiger, ich rede von den vernünftigen Muslimen, ja, in Deutschland und auf der ganzen Welt, die Familie haben, Kinder haben, bodenständig leben und ihren Rücken kaputt buckeln, ja, dass sie so gewalttätig sein können, um andere Menschen zu schaden. Das glaube ich nicht. Und das ist nicht der Islam. Jeder praktizierende Muslim ist ein religiöses Monster. Und ich belege dir das auch. Und ich werde meine Argumentation gleich ausführen. Sure 5, Vers 60. Sag mir, was du von der Sure 5, Vers 60 hältst, okay? Okay. Gut. Sag, soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist? Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Götter dienen, diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Und jetzt, weil du es jetzt... Wer sind die Affen und Schweine, laut Sure 5, Vers 6? Okay, aber jetzt stelle ich dir die Frage, glaubst du das, was du liest? Das spielt keine Rolle. Ich gehe ja darauf ein. Ich werde auf diese Frage eingehen. Wer sind mit Affen und Schweine gemeint? Ich kann es dir nicht sagen, ich bin nicht in dieser Materie so tief drin, aber ich kann dir sagen, Gut. Ich persönlich habe noch nie gesehen einen Menschen, der ein Affe ist oder ein Schwein, es sei denn, es ist Karneval. Dann verkleidet man sich. So. Okay, gut, dann nenne ich dir mal folgendes Beispiel. Bitte. Hier sagt er, soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist? Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt. Wer wurde von Allah verflucht? Aber da musst du dir doch diese Frage stellen. Ich sage dir ganz ehrlich, guck mal, das ist mein Mindset. Das hat Auswirkungen auf die Psychologie von religiösen Menschen. Wer wurde verflucht? Bitte schön an die Muslime hier im Chat. Wer wurde von Allah verflucht? Oder Lana, welches Volk hat Lana bekommen von Gott? Ist eigentlich nicht Fluch, das ist der Entzug der Barmherzigkeit. Wer? Frage ich die Leute im Chat.
Vielen Dank, Oktay. Diejenigen, die Allah verflucht hat, sind die Juden. Okay? In Surah Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, Vers 6 und 7, die jeder Muslim 17 Mal am Tag lesen muss, wiederholen die Muslime, Ghayril Maghdubi alayhim waladhdallin. Ja? Und führ uns nicht auf dem Weg derer, die deinen Zorn erregt haben, und auch nicht auf dem Weg derer, den du zürnst. Und das ist Surah Al-Fatiha. Und jetzt warte mal, ich muss darauf ansprechen. Ich will dir zeigen, was religiöse Texte in den Köpfen von Menschen anrichten. Wenn Allah sagt, aus denen haben wir Affen und Schweine gemacht, dann heißt es, dass er aus den Christen Affen gemacht hat und aus den Juden hat er Schweine gemacht. Das ist die Erklärung, die koranische Exegese, die Erläuterung des Koranverses. So, vielen Dank. Das ist die Erklärung. So, jetzt will ich dich fragen, Armin. Übrigens, du heißt, ist es Armin oder Armin? Armin. Armin, ja, wie mein Sohn, der heißt auch Armin. Was würde es heißen? Was würdest du jetzt sagen, wenn anstelle dieses Koranverses steht, soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlecht ist? Diejenigen, die Allah verflucht hat, die Muslime, und denen er zürnt, die ganz besonderen Muslime. Aus denen hat er Affen und Schweine gemacht. Wie würden Muslime darauf reagieren, wenn es da draußen ein religiöses Textbuch gibt, das Muslime als Affen und Schweine behandelt, bezeichnet? Also ich sage dir so, die Muslime sich nicht angegriffen fühlen? Warum sollten Christen sich nicht angegriffen fühlen, wenn der Koran ständig sagt, die Christen sind Affen und die Juden sind Schweine? Und übrigens, laut der Koranexegese, also der Erklärung, sind die nicht charakterlich zu Affen und Schweine geworden. Nein, Gott hat sie entmenschlicht, enthumanisiert und hat sie wirklich zu Affen und Schweine gemacht. Und das bedeutet, wenn ein Buch sagt, ich mache zwei bestimmte religiöse Gruppen zu Affen und zu Schweine, welche Auswirkungen hat das auf die Psychologie von Muslime, die dann Christen und Juden sehen? Die sagen, ja, hier, mein Gott hat dich früher zu Affen und Schweine gemacht. Das ist das Gefährliche an Religion und das ist das Gefährliche am Islam. Aber hier, mein Lieber, ich will dir gerne mal was sagen, ja? Vielleicht verstehst du mich, vielleicht, ich weiß es nicht. Guck mal, ich lese gerne sehr viele Bücher, ne? Und ich liebe es, Bücher zu lesen. So, das ist das Buch, was ich momentan lese. Ich weiß nicht, ob du das siehst, ne? Hier, geboren, um zu töten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja? Nein, soll ich jetzt, weil ich jetzt diese ganzen Sachen lese, ja, soll ich irgendwas davon glauben? Das ist für mich, also für mich ergibt es keinen Sinn. Genauso wie im christlichen und islamischen Seite ergibt es keinen Sinn, weil ich habe vieles hinterfragt und ich sage dir auch warum. Muslime schnallen sich Sprengstoff um den Bauch und sprengen sich für ihren Gott in die Luft. Und du kannst das Buch, was du jetzt hast, nicht vergleichen mit ein angebliches Wort Gottes, das Muslime so inspiriert, dass sie sich vom Leben in den Tod transportieren. Ja, oder befördern. Das ist eine völlig andere Sache. Diese Leute sind beseelt davon, dass dieses Buch von Gott ist. Und deswegen tun sie fürchterliche Dinge. Und deswegen glauben sie auch, dass Christen und Juden zu Affen und Schweine gemacht worden sind. Ja, aber ich möchte gerne was dazu sagen. Ein Affront. Dieses Buch gehört verboten. So schlimm ist dieses Buch. Nein, würde ich nicht sagen. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir doch uns hinterfragen, und das meinte ich mit meinem Mindset, wenn doch Gott gewollt hätte, dass wir alle Muslime wären, ne, dann hätte er uns alle als Muslime geboren. Und wenn Gott gewollt hätte, dass wir alle Christen wären, dann hätte er uns christlich geboren. Es ergibt keinen Sinn, weil wir sind alle Kinder Gottes. Und das bleibt so. So, wir sind alle Kinder Gottes. Und wer das nicht einsehen will, der ist für mich einfach realitätsfern. Weil ich kann mir nicht, persönlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass Gott mich hassen will, ja, nur weil ich an Jesus glaube oder, wenn ich Moslem bin, an Mohammed, dass ich dann total ausgestoßen bin. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil du moralisch guter Mensch bist. Aber da draußen gibt es Muslime, die fest davon überzeugt sind, dass Juden und Christen in die Hölle kommen und dass man sie unterwerfen muss und dass man von ihnen eine Schutzsteuer verlangen muss und dass man sie sogar töten muss. Was glaubst du, was der IS mit den Christen und den Juden gemacht hat in Syrien und Irak? Die sind geschlachtet worden, die sind geköpft worden, weil sie mit den Prophetenaussagen hausieren gegangen sind, weil sie mit dem Koran hausieren gegangen sind. Und das ist Fakt. Deswegen, religiöse Schriften haben
immer einen negativen und einen positiven Impact. Wenn eine religiöse Schrift sagt, du sollst gut sein, dann werden Menschen gut. Aber wenn eine religiöse Schrift sagt, Christen und Juden sind Affen und Schweine, wie in Sure 5, Vers 60, was passiert dann? Dann passiert, was passieren muss. Menschen werden entmenschlicht für die Religion, für ihren sogenannten einzigartigen Gott. Und das ist die Gefährlichkeit. Deswegen sitze ich heute als ehemaliger Muslim, als Ex-Muslim hier und warne vor der Denkweise dieser Religion. Weil sie genau dieses Gewaltpotenzial hervorbringt. Und keine andere Religion auf diesem Planeten ist so gewalttätig, vielen Dank Leila, ist so gewalttätig wie der Islam. Im Kern, verbal, in der Theologie und in der Wirklichkeit. Aber was würdest du denn vorschlagen, weil du ja von dieser... du kommst ja aus dem Islam, wie du sagst, ne? Was würdest du denn jetzt vorschlagen, um zu sagen, so, weil du sagst ja, der Koran muss verboten sein und sowas, ne? Was würdest du denn vorschlagen? Weil ich finde persönlich die ganzen, also das ist kein Ausrede oder so, ne? Die Muslime, die ich kenne, in meinem Umkreis und Umfeld und auch Fremde, ne? Das sind alles liebe Menschen. Ich finde auch, die sind sehr, sehr respektvoll so. Sie, zum Beispiel. Praktizierende Muslime? Ja, wenn man zum Beispiel. Und wenn, darf ich dir einen Test vorschlagen? Setz dich mit den 10 Minuten hin und frag, was passiert mit Abtrünnigen in der Religion? Was passiert mit Homosexuellen, die beim homosexuellen Geschlechtsakt erwischt werden? Was passiert mit einem Mann oder einer Frau, die außerehelichen Geschlechtsverkehr haben und mit 4 Zeugen erwischt worden ist? Was passiert mit Dieben, die in einem Scharia funktionierenden Staat erwischt werden? Und so weiter und so fort. Und du wirst sehen, dass aus diesen lieben Muslimen religiöse Monster werden. Weil sie werden immer sagen, Tod, 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 Tod. Ich gebe dir da recht. Ich gebe dir da recht, dass es einige gibt, die so denken. Gibt es. Aber ich glaube, sie haben nicht das Herz dafür, um das zu tun. So. Es gibt natürlich diese Leute. Es gibt diese Leute, die so reden, weil die reden locker. So, ne? So, die reden locker. Die würden das locker sagen, ja, man müsste dann zum Beispiel, würde jetzt meine Schwester einfach abhauen und einen Typen nehmen, ohne zu heiraten und so. Ich würde das und das machen. Aber ich glaube nicht, weil tief im Inneren weiß man, wenn man einen Menschen tötet, ist es so, als würdest du die ganze Welt töten. Und das ist überall so. Und es kann mir, also zum Beispiel in Europa hier, wo wir leben alle, ne, gemeinsam, in einem bunten Mischmasch, ja, in einer Kultur, wo viele aufeinander stoßen, ja, kann mir keiner erzählen, dass er abgeneigt ist von irgendeinem anderen. Weil hier, was ich hier schön finde an Europa ist, wir sind alle lernfähig. Das heißt, wir können von vielen lernen. Wir können die guten Seiten von jeder Religion für uns mitnehmen, um zu sagen, okay, das ist eine Religion. Weil ich finde, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Maischberger? Maischberger, diese Moderatorin? Richtig. Da war eine sehr, sehr, sehr intelligente Frau, die habe ich sehr geschätzt. Die war so um die 60, glaube ich. Ja. Ich habe ihren Namen vergessen, leider. Sie hat was sehr, sehr Schönes gesagt. Die kam auch aus dem Islam. Sie hat gesagt, von den Juden haben wir, hat sie gesagt, von den Juden haben wir gelernt, wie man finanziell sich was aufbauen kann. Ja? Von den Deutschen haben wir die Bildung gelernt. Von den Muslimen haben wir die Geduld gelernt. Ja? Und von den Christen haben wir das Glauben gelernt. Sie hat gesagt, von jedem, und das habe ich sehr geschätzt, weil man kann von jeder Sache, wenn man etwas will, kann man rausnehmen. Aber es gibt natürlich Leute, die wollen sich das rausnehmen, Vorsicht, Schatz, die wollen sich das rausnehmen, was für sie in dem Moment, verstehst du, ich meine, dieses, was sie für sich für richtig halten. Und das ist falsch, weil ich finde, wir können von jedem etwas lernen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wie heißt denn der, der auf Straßen geht und redet, nicht Irfan, der andere, Stutzenberger. So, wenn ich jetzt mit Stutzenberger irgendwo sein sollte auf der Straße und er würde mit mir diskutieren, ne? Ich würde ihm nicht diese Aufmerksamkeit geben, wie diese 15, 16-Jährige auf Straßen beleidigen. Ich mit Michael Stutzenberger zusammenarbeite. Genau, also dann hast du es ja miterlebt so. Ich war ganz normal. 13 Kundgebungen. So, dann weißt du, diese 15, 16-Jährige Teenager, ja, die haben überall große Klappe. Warum? Weil sie sehen das als Spaß. Sie wissen nicht, dass dieser Konflikt zwischen Menschen schon aggressiv wird. Weißt du? So. Ja. Und wenn irgendein Erwachsener kommt, und das habe ich auch mal beobachtet bei Stutzenberger, da war einer, der hat über Islam geredet, ja. Und einen Tag vorher war er wahrscheinlich in der Diskothek und in einer Shisha-Bar und hat Shisha gezogen. Weißt du? Das sind keine Muslime. Für mich sind Muslime, die ihre Religion praktizieren,
andere Religion akzeptieren und nicht darüber diskutieren, ob es richtig ist oder falsch. Weil ich kenne Muslime, die sagen so, ich glaube an das, was ich glaube, und andere sollen an das glauben, was sie glauben. Und am Ende des Tages wird abgerechnet, egal wie. Und da gibt es ja diese Waage, ne? Ob man gute Taten gemacht hat oder schlechte Taten. Und die sind davon überzeugt. Das sind für mich wahre Muslime. Wie gesagt, wir verschwenden Zeit, wenn wir über Muslime reden, weil Muslime orientieren sich an Islam, wie es Sandkörner in der Wüste gibt. Ich rede von dem objektiv studierbaren Islam. Vielen Dank, Oktay. Ich rede von dem objektiv studierbaren Islam. Wenn ich die Muslime frage, dann finde ich Tausende von Islame. Ja, dann finde ich Millionen von Versionen. Das höre ich auch andauernd hier. Ich rede von dem Islam, den man objektiv studieren kann. Und nach diesen Quellen ist der Islam eine diabolische Weltanschauung mit sehr viel Hass gegenüber anderen Glaubensrichtungen. Ich habe jeden einzelnen Muslim seit 6 Jahren herausgefordert, bringt mir einen Satz aus dem Koran, wo Gott gütig zu Nichtmuslimen spricht. Wo er einfach sagt, oh ihr Nichtgläubigen, kommt herbei, ist alles in Ordnung, wir sind nett, keine Probleme. Der ganze Koran ist eine einzige Hasstirade gegen Nichtgläubige und gegen Andersgläubige. Und das also, kann kein Buch, kein endgültiges Buch für die Menschheit sein. Dass 6 Milliarden Menschen, die es heute, von den 8 Milliarden Menschen, 6 Milliarden Menschen heute ausklammert. So ein Buch kann nicht die Quelle des Friedens sein. Also ich finde, kein Buch der Welt ist irgendwie eine Quelle des Friedens, wenn man überall... Können wir drüber streiten, aber ich bin jetzt über den Islam. Ich bin jetzt nicht Vertreter von anderen Religionen. Nee, aber ich sag ja persönlich... In anderen Religionen, aber im Islam bin ich geschult. Ja, ich sage, also für mich persönlich, egal welches Buch, es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, weil hätte Gott gewollt, dass wir alle unterschiedlich nicht sein sollten, dann wären wir das geworden, weil er ist ja der Allmächtige, wie man sagt, ne? Und dann deswegen kommt es für mich nicht in Frage, so weit zu denken. Und ich glaube auch nicht, weil ich lese hier einen Kommentar zum Beispiel, dass Muslime ihre Frauen schlecht behandeln. Das stimmt gar nicht. Es gibt vielleicht diese ein paar Idioten oder mehrere Idioten, die sowas machen, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, es gibt auch gute Männer. Armin, mein Freund, es gibt im Koran das sanktionierte Schlagen der Frau. In Sure 34, Vers 4. Was sagst du dazu? Kann ich dir ganz genau sagen. Natürlich gibt es diese Vollbananen, die das machen, ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch es gibt auch Alkoholiker und die sind nicht Muslime und schlagen ihre Frauen jeden Tag. Natürlich. Und das nennt man häusliche Gewalt. Und die passiert und überall. Ist der Unterschied zwischen Muslime und Alkoholiker? Dass der Alkoholiker kein heiliges Buch hat, das ihm erlaubt, seine Frau zu schlagen. Nein, wenn der Muslim seine Frau schlägt, dann hat er wenigstens den Koran hinten drin. Und ich erzähle es jetzt, pass auf. Sure 34. Eine Sekunde. Sure 34 oder Sure 4? Was erzähle ich denn da? Meine Güte, warum vertausche ich das immer? Sekunde, bitte. Ach, das nervt mich andauernd. Ah ja, okay. So, Sure 4, Vers 34. Sorry, Sure 4, Vers 34. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für die Frauen ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergene, weil Allah es hütet. So, und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr, also die Männer, befürchtet, ermahnt eure Frauen, meidet eure Frauen im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie, Allah ist erhaben und groß. Es ist ein Unterschied, ob ein Alkoholiker seine Frau schlägt, weil er einfach ein Dreckskerl ist, oder ob ein Muslim seine Frau schlägt, weil er sagt, Allah hat es mir erlaubt. Und deswegen sind die Frauenrechte auch in der islamischen Welt die miserabelsten auf der ganzen Welt. Okay, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, wenn ich darf. Also, wir reden ja von geschlagenen Frauen, ne? In islamischen Ländern. Das streite ich nicht ab. Kann sein, ich war nicht dabei und ich will auch nicht dabei sein. Aber meiner Meinung nach, um das aufzufassen, egal ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, wenn du eine Frau schlägst, dann bist du einfach kein guter Mensch, so. Weißt du, ich meine? So. Einfach, ja, genau wie du es sagst, so.
Aber jetzt ist die Frage so, wollen wir uns wirklich daran orientieren? Weil früher sind sie auch auf Kamele geritten, heute fahren sie AMG. Also es ergibt für mich einfach keinen Sinn, weil das Ding ist, das, was damals war, das sind doch ganz alte Geschichten so. Die sagen auch irgendwie, der Mann sollte keine Ahnung was machen und die Frau sollte verschleiert zu Hause bleiben. Heute siehst du, Mann geht arbeiten, Frau geht arbeiten. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir fixieren uns auf Sachen, die vor 1000 Jahren anscheinend gewesen sind, so. Wir leben in einer modernen Gesellschaft. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass, wenn wir Blödsinn machen und Leute morden und so, dann sollen wir in die Hölle gehen. Egal ob Moslem, Christ, Buddhist oder egal was. Sollen wir in die Hölle schmoren und der Teufel soll uns die Seele rausnehmen und uns jeden Tag peitschen, keine Ahnung was so. Aber wenn wir friedlich miteinander umgehen, ja, und wir alle daran glauben, dass wir im Himmel kommen, ob es jetzt das Paradies ist oder einfach nur ein Himmel, wo der Horizont warm ist so, ne, und ein bisschen Palmen und ein Meer, so, dann soll es auch so sein. Für mich persönlich ergibt das alles keinen Sinn, weil das sind Geschichten von früher. Amin, der Islam lebt und der Islam lebt. Der lebt nicht. Doch, in Europa lebt er 100% nicht so. Doch, schau dir das an. Dieser Mann hier erklärt auf YouTube, wie man seine Frau schlagen darf. Und darauf bezieht er sich auf den Islam. Aber bist du dir auch sicher, dass es ein friedlicher Mensch ist, der den Islam auch liebt? Man braucht den Islam nicht lieben. Das ist der Koranvers und das erlaubt ihm zu demonstrieren, wie man seine Frau schlagen darf. Aber wer sagt uns, dass er... Es genügt vollkommen, um diese Religion zu entlarven. Aber wer sagt uns zum Beispiel, dass er von dieser Religion ist? Weil wenn wir nicht vergessen sollten, im Zweiten Weltkrieg, ja, haben sich die Deutschen als Polen und haben dann den Bombenanschlag geführt, weißt du? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es irgendeiner, der hasst den Islam, hat sich einfach so einen Mantel angezogen, so eine Turban und hat ein bisschen den Koran studiert und labert jetzt irgendeinen Müll, ja, und denkt sich dann so, oh, okay, so. Und die Leute folgen mir dann. Weißt du, ich meine, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was das für Menschen sind. Vielleicht sind das auch irgendwelche Menschen, die haben einfach den Islam falsch verstanden. Oder, ich weiß nicht, der Religion nach so. Ich finde das absoluter Bullshit, was da geredet wird. Aber Amin, häusliche Gewalt in der islamischen Welt ist Realität. Und die Frauenhäuser in Deutschland, 40.000 Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis halten sich mittlerweile in den Frauenhäusern auf. Ja, die Frauenhäuser explodieren, weil die muslimischen Frauen da abhauen, weil sie mit der Gewalt der Männer nicht mehr zurechtkommen. Und in der Türkei sterben jeden Tag durch häusliche Gewalt 2 Frauen. Ja, jeden Tag. Ja, hallo zusammen. Durch häusliche Gewalt. Aber da haben die falsche Eltern gehabt oder einen falschen Mann, weil ich finde, ein Mann, der seine Frau liebt, der schlägt sie nicht tot. Nein, das ist diese Macho-Kultur. Das heißt, ich kontrolliere meine Schwester, ich kontrolliere meine Mutter. Wenn ich der Ehemann bin, kontrolliere ich meine Frau. Wenn ich der Vater bin, kontrolliere ich meine Tochter. Wenn ich der Bruder bin, kontrolliere ich meine Schwester. Es ist diese toxische Männer-Macho-Kultur, die einfach auf Frauen herabschaut. Und so behandeln auch viele Migranten deutsche Frauen. Ja, sie sagen, ach, die deutschen Frauen sind nur gut zum FFF, aber zu anderen sind sie nicht gut. Sie betrachten diese Frauen als Beute. Mehr tun sie eigentlich nicht. Und deswegen warum lassen sich solche Frauen auf solche Kerle ein? Dann ist es doch die Frage. Weil wenn ich weiß, Kian, zum Beispiel, gibst du mir das Wort? Entschuldige bitte, Armin. Ich danke dir fürs Zuschauen. Armin, du hast gerade mehrfach, ich verstehe, was du meinst. Du hast auch Europa als Beispiel angebracht. Ich denke, hier muss man wirklich differenzieren. Das bedeutet nicht, und das unterstelle ich dem Kian jetzt auch, dass er das eine gegen das andere aufwiegt. Ich denke, darum geht es nicht. Aber es geht doch darum zu differenzieren. In Europa kannst du nicht einfach willkürlich in irgendeinem random Land auf eine Verfassung referieren, wenn du Gewalt gegen Frauen ausübst. Und das Problem in manchen vereinzelten oder mehreren eher islamisch geprägten Ländern gibt es immer wieder den Knaxus, dass einzelne Leute sich sogar auf den Koran berufen. Das heißt, sie referieren auf ihre Religion. Und das ist bitte der Unterschied. Und deswegen kannst du das nicht einfach zusammenwürfeln. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. In Europa, wir nehmen jetzt als Beispiel Deutschland, gibt es eine Verfassung. In dieser Verfassung wirst du nirgends finden, dass unter egal welchen Umständen es im Worst Case erlaubt wäre, Gewalt gegen eine Frau proaktiv anzuwenden. Anders in eher vielen islamisch geprägten Ländern. Es gibt
ausführliche und nachgewiesene Dokumentation, Protokollierung, Zeugenaussagen, wo viele Männer sich darauf berufen. Ergo haben sie ihre Legitimation on top über ihr religiöses Verständnis von dem, was sie als Islam definieren. Und da würde ich mir wünschen, dass wir bitte diese Unterscheidung machen, weil das wird den Opfern nicht gerecht, zu sagen, ja, ein Alki schlägt seine Frau auch. Ja, aber dieser Alki kann sich auf nichts berufen in Deutschland. Ja, aber jetzt stell ich euch mal beide die eine Frage, ja, und die ist sehr wichtig. Wenn ich, hast du diesen Punkt verstanden? Ja, ich habe das definitiv. Entschuldige, wenn ich, hast du verstanden? Okay, ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Aber jetzt stelle ich euch eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt als Frau, ja, wir leben ja in Europa. Wenn ich jetzt, weil Kian meinte ja, die werden als Beute benutzt, ja. Wenn ich als Frau irgendeinen sehe, der irgendwie seinen Glauben praktiziert oder so, dann bin ich doch nicht so banal im Kopf, ja, und lass mich auf diesen Typen ein, wenn ich weiß, der will mich einfach nur einmal unter die Kerze halten. Versteht ihr, was ich meine? So. Das kannst du, also, entschuldige, suggerierst du jetzt, dass jedwede Frau, die sich auf so jemanden einlässt, dann irgendeine Banalität daraus suggeriert? Ich finde das ein bisschen... Nein, nein, das, ja, finde ich, respektlos, nein, das will ich würde nicht ich damit, mal sagen. Nein, du nein, kannst dich als Mensch in jedwede Person verlieben. Das passiert im Leben. So ist das Leben. Du kannst ja nicht im Vorfeld zu 100% evaluieren, ob diese Person dich nur für eine Nacht haben möchte oder per se gewalttätig ist. Wir können den Menschen ja nur vor die Stirn schauen. Also ich finde, dieser Vergleich nein, hängt. Nein, ich rede nicht davon. Ich rede davon, weil Kian meinte ja, wie Beute. Ich rede davon zum Beispiel von diesen ganzen jungen Mädels, die zum Beispiel in Disco sind und einmal da sich treffen und tralala. So, dann ist man auch selber schuld, wenn man so an sich so frei gibt, sag ich mal. Weißt du, ich meine? Was? Egal wie frei sich eine Was? Frau begibt, der Mann hat der Frau Respekt entgegenzubringen. Also. Ja, aber wenn die Frau das selber will, dann denkst du als Mann, wenn du zum Beispiel wenn in der Diskothek bist... Wenn die Frau angesprochen werden will, macht sie sich bemerkbar. Aber Freizügigkeit und die Art, wie... Nein, ich rede nicht von Freizügigkeit. Ich rede davon... Ich rede davon, wenn man zum Beispiel in einer Diskothek ist, an den Abend, ja, und sich dann den Erstbesten angelt, ja, und dann sich dann wundert, oh, ich bin zum Beispiel schwanger und ich weiß nicht mal, wie der Typ heißt, ist man doch selber schuld, ganz einfach. Erstens so. Mal, was hat das mit dem Thema zu tun und zweitens geht es hier nicht um Schuldzuweisung. Wenn eine junge Frau schwanger wird, da stellt sich doch nicht die Schuldfrage, was ist das für ein Gedankengut? Doch, also sorry, ich finde das jetzt sehr grenzüberschreitend. Nein, du als Frau, du kannst das gar nicht, egal in welcher hypothetischen Annahme, du kannst es gar nicht, weil du de facto keine Frau bist. Das heißt, das ist eine reine hypothetische Annahme deinerseits und die wird keinen Konsens schaffen, weil du keine Frau bist, Armin. Nutz bitte ein anderes Beispiel, irgendwas, keine Ahnung, aus deiner persönlichen Perspektive heraus, weil mit hypothetischen Ereignissen kommen wir hier nicht weiter. Sorry. Nee, aber du hast gerade den Sinn nicht dahinter verstanden. Also ich will keine Frau hier angreifen. Ich glaube, ich habe den... doch, hast du aber. Okay, was meine ich denn bitte? Erklär's mir mal. Wenn eine Frau, wenn ein junges Mädel in die Disco geht, warum bringst du hier Disco mit ein? Warum? Darf ich das fragen? Weil Kian die Ausgangsposition in deinen Gedanken für ein Beispiel, warum junge Frauen schwanger werden und dann irgendwie sich auf irgendwas einlassen und demzufolge kommst du mit einer Schuldzuweisung? Nein, nein. Entschuldige. Weil Kian hat ja gesagt, dass die Männer diese Frauen als leichte Beute sehen. Stimmt's? Das hast du gesagt, Kian, ne? Extrem viele Männer objektivisieren Frauen, ja. So. Aber diese Männer, Fakt. Guck mal, und darauf wollte ich ja hinaus. Und das versteht ihr ja nicht, weil ihr wollt das einfach so sagen, so, ja, jetzt müssen wir korrekt bleiben bei den Frauen, so, damit wir sympathisch bleiben. Nein, wir reden Real Talk. Weil wenn wir jetzt die Wahrheit sprechen, ist das einfach so, dass man es einfach klar sehen muss. Weil man sieht es ja auch als Mensch, wenn man irgendwo ist. Das Problem ist, in unserer Gesellschaft ist das so, dass zum Beispiel, wenn jetzt so ein schöner Abend war, ja, ausgeklingt, da sind jetzt 5 Mädels, 5 Jungs in einer Diskothek oder Shisha-Bar, ja, lernen sich kennen und so und dann gleich im ersten Abend sich da paaren, ja, so. Wenn ich als Mensch jemanden kennenlernen will, dann lasse ich mir Zeit.
und mach nicht und lass mich nicht Also, ja, also sorry, hier zu implementieren, dass am ersten Abend fünf Mädels und ja, fünf das Männer ist aber die Wahrheit. Direkt Heutzutage miteinander, ist das das ist so. nicht die Wahrheit. Zeig Na, mir bitte, zeig ich mir kann dir bitte genau den sagen, dass es die Medien, Wahrheit zeig ist. mir, entschuldige mal bitte, zeig mir mal Bitte. bitte den Medien, der genau das bestätigt, was du sagst und der allgemein gültig ist, und dann bin ich ganz bei dir. Okay, ich kann dir sagen, weil ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, ja? Zeig Ich, mir. Also okay. das ist deine Referenz. Du hast es Nein, ich erlebt habe es mit und meinen das eigenen musst du Augen, als ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und das ist Guten einfach Morgen, Fakt. Armin. Wir sind circa 8 Milliarden Menschen. Was du in deinem Kosmos an irgendwelchen Abenden irgendwo beobachtet hast, voyeur-like, das bei allem gebührenden Respekt, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, das weicht absolut vom Thema ab. Und es ist so grotesk, überhaupt sowas zu sagen. Es ist die Wahrheit, weil ich es gesehen habe. Ja, ich habe meine Sternschnuppe gesehen. Ist es jetzt die Wahrheit, dass wir von denen umringt sind und dass wir nach ihnen greifen können? Nein, das ist völlig, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was du sagst. Bitte komm zurück zum Thema, hol uns ab. Und ich denke, wir sind dann wieder an Bord. Aber das, was du jetzt gerade machst, das checke ich nicht. Wenn du einen Median hast, der belegt, dass aufgrund europäischer Werte jeden Abend Leute, die sich gerade ein paar Stunden kennen, übereinander sexuell herfallen und dann per se jede Frau schwanger wird dadurch und dann selber schuld ist, gib mir den Median und ich halte meinen Mund und ich bin bei dir. Okay, Okay, ist das Juno, ein Deal? wenn ich doch Unrecht habe, warum Ach. schreiben die im Kommentar, Armin hat recht zum Beispiel? Weil sie es auch gesehen haben. Und das ist einfach nur Fakt. Weil sie So, verdorben sind. okay. So. Sie haben Also verdorbene wirklich. Ansichten über eine Also. ziemlich banale Angelegenheit. Nein, es geht nicht um verdorben sein. Sorry, Es ich ist habe jetzt ein gerade angenommen, ich habe jetzt wirklich gerade angenommen und ich glaube grundsätzlich, dass du sehr aufgeweckt bist, Armin. Ich glaube dir auch, ich kaufe dir das auch ab, dass du aufgeschlossen bist, dass du leseaffin bist, dass du dir gerne Wissen aneignest. Aber auf Kommentare jetzt in diesem Chat zu referieren, das, ich weiß es Ja, aber nicht. ihr Also, referiert ja auch durch Bücher. Muss ich jetzt ein Buch auf vorlegen und welch, sagen, hä? nee, das ist Wo so habe und ich so? denn referiert Ja, darauf, dass aber das ist bei ja dem das. Ihr Thema, wollt dass ja, junge ich muss das Frauen ja jung auf waren, Weisen durch Kurs Bücher bringen? und durch. Armin, ich muss das mal Bitte. wieder auf Kurs bringen. Also jetzt habe ich, glaube ich, hier Löwen, Punkt, Punkt, Punkt reingeholt. Grüß dich, Löwen M. Irgendwas mit Löwen M. Hallo. Ja, grüß dich. Magst du gleich was dazu sagen, worüber wir uns hier unterhalten? Mama? Magst du was dazu sagen? Du kannst jetzt reden. Magst du nicht reden? Löwen M, hallo. Na gut, hat nicht geklappt. Was immer es ist, dann hole ich mal den Toni Manfred hoch. Grüß dich, Toni. Grüß dich, mein Lieber. Kian, weißt du, was ich komisch finde bei diesen friedlichen Muslime? Sie wollen ablenken, also sie wollen auf den Fokus auf sich beziehen, anstatt wir gucken nicht auf diese friedlichen Muslime wie Armin. Mag sein, das ist ein lieber Junge, aber er ist nicht unser Maßstab. Diese Warum? Muslime, die sich korrekt benehmen, die sich hier integriert haben und eine halbwegs mo gute Moral haben. Die sind nicht der Maßstab. Wir gucken nicht auf diese Leute. Sie wollen zwanghaft auf sich lenken. Also es gibt zwei Gründe. Entweder sie sind wirklich so naiv oder sie sind Alibi-Muslime. Alibi-Muslime, so wie ein Alibi-Freund, der versucht, alles in den Teppich zu kehren, während die anderen machen. Die anderen machen und sie lenken hier ab. Nach dem Motto, Warum? mach du und ich lenke hier ab. Das Aber genau. Armin, das ist nicht der Maßstab, verstehst du? Wir gucken auf die Quelle. Wir gucken, was sagt dein Koran? Und Leute, die so leben wie der Koran, sie versuchen, so zu leben, wie Mohammed gelebt hat. Und wenn wir sehen, die Biografie Mohammeds, der hat Zelte, die Leute hat er getötet, der hat erstmal die Männer getötet, dann hat er die Frauen von denen genommen und hat Menschen beraubt, Karawanen beraubt. Was bitte ist ein Mohammed ein Vorbild? Was, es Genau. gibt im Knast viel schlimmere Menschen, die besser als Vorbild gelten als Mohammed.
Vor allem, er Conny, war ein darf ich dir eine Frage Frauenverachter, stellen, er hat bitte? Frauen versklavt, er hat sich die schönsten Frauen der eroberten Stämme herausgesucht und hat die als Sexsklavinnen mit nach Und Mekka und Medina plötzlich genommen. hat er immer eine Sure per Hand gehabt. Plötzlich war da immer eine Sure, wo Allah sagt, ja, ich gönne es dir. Toni, darf ich dir eine Frage stellen, bitte? Ja. Bist du dabei gewesen? Ich muss nicht dabei gewesen sein, wenn der Koran sagt, ich muss Also nicht wieder dabei gewesen gewesen. sein. Es Also sagt auch habt ihr dein wieder was Koran. gelesen? Amin, Ich Amin, muss nicht dabei Entschuldigung, gewesen sein. Amin. Amin, bitte. nenn mir mal irgendein historisches Ereignis. Historisches Ereignis, Ja. 11.9. 11.9. Ja. Geh mal ein bisschen weiter zurück. 200, 300 Jahre. Da war ich nicht am Leben. Ich kann nicht über 200, 300 Jahre reden. Okay. Wisst ihr, was unser Problem ist? Und das ist wirklich Fakt so. Okay, mag sein, Du dass willst ich die da ganze irgendwie. So. Chronistik und Und. Historie willst du in Frage stellen, nur weil du nicht dabei warst. Ja, ich bin der festen Überzeugung, ich kann nicht irgendwas sagen, wo ich nicht dabei war. Und wenn ich was lese, dann heißt es auch nicht, dass es stimmt. Dann So. sprichst du ja Menschen Aber ihrer Armin, Zeit ab, Armin, die du dabei warst nicht gewesen dabei, sind. aber Und das, Toni, ganz wie kurz, bezeugst du das dann, dass impliziert ja, du. Toni, entschuldige, warte mal kurz, ich Ja. möchte kurz hier was klarstellen. Du sagst gerade, du kannst per se keine Aussage tätigen, weil du als Persona nicht anwesend warst. Richtig. Sprichst du dann deinen Vorfahren, unseren Vorfahren, unseren globalen Vorfahren ab, die zu jedweder Situation anwesend waren, einige von ihnen des Schreibens Oder und lesensmächtig waren und das dokumentiert haben, sprichst du denen ab, was sie dann gesehen haben und das weiter an uns getragen haben? Weil wenn ich jetzt schlussfolgere, was du genau damit aussagst, ob du es meinst oder nicht, bedeutet es, Leute, wir leben im Hier und Jetzt. Und wir halten uns daran, um was vor uns war, um was nach uns liegt, das können wir gar nicht ermessen. Das heißt, du sprichst ja den Menschen die Möglichkeit warte ab, noch kurz. zu evaluieren, was in der Vergangenheit Danke, passiert ist, Deutscher. ergo den Menschen, die damals dann die Sachen beobachtet haben. Also lügen die alle. Also ich denke mal, die Leute, die das beobachtet haben, sind heutzutage nicht mehr am Leben. Deswegen kann ich persönlich sagen, dass ich nicht dabei war. Ich weiß nicht, ob Mohammed geklaut hat. Ich weiß nicht, ob Mohammed ein guter Aber Mensch war. Ich Armin, weiß nicht, ob er ein böser glaubst du Mensch an die war. Sahaba? Glaubst du an die Sahaba? Ich glaube nur an das, was ich sehe. Glaubst du, dass die Gefährten dieses Mohammeds, wenn er existiert hat, dass seine Gefährten auch existiert haben? Er hatte ja nachweislich Gefährte. Ja, aber sind Sie heute noch da? Haben Also Sie? Amin, Entschuldigung, Entschuldigung, Ja, Juno. bitte, bitte, Kian. Du Ja, siehst was ist jetzt jetzt mit an, dir? was du Bist jetzt denkst. du Du bist Moslem nur ein oder nicht? Was Sachverständiger. bist du jetzt? Ja, Ich bin Amin. Mensch. Ich bin Mensch. Ich Ja, glaube an das Amin, Gute an den hör auf damit. Menschen und ich Amin. glaube daran, dass jeder Mensch Amin. Ja, gut, etwas aber verändern kann. vorhin hast du gemeint, Amin, hör du auf bist damit. Moslem. Wenn Das du ist. Moslem Das hab ich bist nicht und gemeint. Habe ich nicht gemeint. wenn Guck mal, deine jetzt Amin, du leugnest verrennst du. dich. Du Du verrennst verrennst dich den jetzt. Host. Wenn du die Mensch. gesamte Geschichte in den Mülleimer schmeißt, nur weil du nicht dabei warst, das ist absurd. Das Nein, ich schmeiß dir nicht den Müll, sind aber ich ja. finde Ja, das bitte. absurd. Ich finde das absurd. Er kommt hier rein, als wäre dabei, als wäre das so ein Actionfilm. Ja, der hat das Überhaupt gemacht, kein Punkt, das aber war. wir müssen nicht Ja, dabei gewesen ja, sein. du warst doch Wir nicht können die dabei. Ich Geschichte meine, hast du sie beobachten. Es ist doch geführt? alles festgelegt. Es ist doch Armin. alles, es steht doch fest. Aber wo hast du Genau. den Beweis, dass festgelegt ist? Es ist einfach nur ein Buch. Okay, Kann jemand mal. Gut. darf ich dir einen Beweis geben? Bitte. Und du sagst mir, ob das in deinen Augen für dich als Beweis zu deklarieren ist. Bitte. Ich habe den Fall der Berliner Mauer nicht mitbekommen. Da habe ich noch nicht gelebt. Hat doch gar nicht Okay? stattgefunden. Ich war nicht anwesend. Ja? Die steht doch noch, die Mauer. Spaß. Du warst ja nicht dabei. Die steht ja noch. Ich behaupte, die steht noch. Ja, nach dem Motto. Was, Armin, du tust solche komischen Hallo? Aussagen Sorry, machen. Jungs, ich habe Guck gerade mal, einen Anruf Entschuldigung, bekommen. Juno, Ich Entschuldigung, entschuldige kann man sich mich. nicht Spaß machen? Ne, Bitte. sorry, nur diesen Satz. Ich war aber mehrfach in Berlin. Und ich war an Ort und Stelle, an einzelnen Stellen in Berlin, wo noch Nachlässe der Berliner Mauer waren. Und Zeitzeugen, die das miterlebt haben, mit zwei von denen habe ich gesprochen. Die haben mir sogar Fotos gezeigt, wo sie selber sich vor dieser Mauer aufgehalten haben. Was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich jetzt mit dieser Wahrheit dieser zwei Personen umgehen? Und an Ort und Stelle sehe ich die Nachlässe der Berliner Mauer, obwohl ich weder zu dem Zeitpunkt gelebt habe, geschweige denn persönlich dort gewesen bin.
Okay, kann ich dir antworten? Darf ich das jetzt als Fakt deklarieren oder muss ich mich da immer noch fragen? Also nee, wenn das du kann diese ich nicht so gelten lassen, weil ich war ja nicht dabei. Oder Beispiel, was ist mit den Juden passiert? Also wenn wir das nicht glauben, dass das doch mit das dem Holocaust mit Juden, das nicht passiert. Das mit den Juden, was Adolf Hitler gemacht hat, stimmt. Das was Adolf ja, Hitler ja, stimmt. Aber du warst ja, nicht, aber auch nicht dabei. Warum? Aber wisst ihr warum? Auch nicht dabei, aber es ist passiert. Aber wisst ihr auch, warum ich jetzt sagen kann, dass das stimmt mit den Juden? Weil ja, ich habe diese Leute selbst gehört. Und die haben es mir erzählt, ich habe kein Buch gelesen. So. Okay. So. Die haben also erzählt, genau das, was ich zum Beispiel einer hat erzählt, der ist 90 Jahre alt, der hat erzählt, er musste in Berlin, ja, musste abhauen und dann mussten sie in so eine Scheune rein, weil das die gerade bombardiert wurden, so. Dann hat er ein kleines Kind im Lastwagen gesehen, wie es eingefroren ist durch diesen Winter. Und das habe ich ihn abgekauft. Warum? Er war live dabei. So, aber wenn jetzt mir so ein Toni, unser Bruder hier, erzählt, ja, Mohammed hat das gemacht, Mohammed hat dies gemacht, das kommt mir vor, als wäre er dabei gewesen und hatte so die Kamera nein, auf 4K. Und ja, aber ich, guck mal, die Biografie steht auch im Koran. Die Hadithe, das steht auch in deinem Koran, das haben wir doch nicht erfunden aus unserer Tasche, das haben wir doch nicht aus unserer Tasche rausgeholt. Oder woher sollen wir wissen, woher sollen wir, guck mal, würde es den Koran nicht geben, woher werden wir wissen, dass es ein Mohammed gibt, woher sollen wir wissen, dass Mohammed ein Kind heiratete, diese Sachen haben wir doch nicht aus der Tasche geholt. Das steht doch in diesem Koran drin. Und diese Muslime, die versuchen, so gut wie möglich danach zu leben, praktizieren das auch aus. Und dann haben wir auch gesehen, wie der Islam die Balkanländer eingenommen hat, wie Balkan islamisiert wurde, teilweise nicht komplett, so die meisten. So, das können wir alles beobachten. Der Islam ist nicht durch Frieden gewachsen, sondern durch das Schwert. Allah, Mohammed sagt selber, ich bin gekommen, um Angst in euren Herzen zu bringen. Ich bin mit dem Schwert gekommen. Das sagt ein Koran. Okay, Freunde. Das haben wir nicht erfunden. Freunde, Entschuldigung. Aber ihr habt es gelesen. Eine Sekunde, Armin. Bitte. Und guten Abend erstmal. Eine Sekunde, liebe Freunde. Eine Sekunde. Ich muss jetzt ein bisschen Ordnung reinbringen. Freunde, Armin, ich möchte jetzt wieder jemanden hinzuholen. Ich habe jetzt schon den Wikinger hinzugeholt und ich muss immer wieder jemanden rausnehmen, damit ich alles gut reinbringen kann. Ja, und ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ich fand es trotzdem cool. Ich finde dich mega sympathisch. Wirklich. Ja. So auch an euch andere. Auch wenn ich ein bisschen die Frauen angegriffen habe. Ich habe es nicht gemacht, um irgendwie Frauen zu deklarieren oder so. Jede Frau ist sich. Das glaube ich dir. So, aber ich sage nur das, was ich sehe und was ich weiß. So, was ich nicht weiß, nicht sehe, kann ich nicht zu 100% sagen. Vielleicht sind die Muslime so, vielleicht sind sie auch nicht, vielleicht sind die Christen auch so. Ich weiß nicht. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass jeder an Gott glauben sollte. Und ob er jetzt in Paradies oder Hölle kommt, das sollte jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, das ist ein absoluter Schwachsinn, darüber zu diskutieren, ob wir in Himmel oder Hölle kommen. Das ist meine Meinung. So. Ja, und das war ja auch nicht mein Thema mit Himmel und Hölle. Gut, ne? Vielen Dank, Armin, dass du da warst. Ja. Vielen Dank. Ciao, Armin. Ciao. So, jetzt habe ich zwei neue Gäste hier. Techno-Wikinger und Sonnenschein. Bitte. Guten Abend erstmal. Guten Abend. Hallo. Ja, ich glaube, deine Kritik richtet sich ja auch gar nicht an Menschen wie Armin, denn er glaubt ja sowieso nicht, was in diesen Büchern steht. Genau. Und wer weiß schon, vielleicht hat die Welt auch erst angefangen zu existieren, als Armin geboren wurde, weil alles davor ist ja im Prinzip nicht für ihn nachweisbar. Was ich aber grundsätzlich mal sagen wollte oder dich fragen wollte, glaubst du, der Begriff Muslim ist überhaupt gerechtfertigt? Es gab ja früher den Begriff Mohammedaner. Und das waren ja diejenigen, die Mohammed idealisierten. Wenn also heute Muslime selbst wahrnehmen, dass Mohammed Dinge getan hat, die sie selbst mit ihrem moralischen Verständnis überhaupt nicht vereinbaren könnten, weil sie selbst sagen, ich würde niemals meine 6-jährige Tochter an einen 50-jährigen Mann geben oder ich würde es niemals für gut heißen, dass jemand erst eine Familie tötet und dann eine Frau aus dieser Familie heiratet oder dass er eine Frau erpresst und sagt, so wie im Fall von Juwairia, glaube ich, wenn du mich nicht heiratest, dann entlasse ich deine Familie nicht aus der Gefangenschaft. Ich glaube, 99% der Muslime haben diesen inneren Konflikt und sagen sich, ja, eigentlich ist das, was der getan hat, vollkommen unmoralisch, egal zu welcher Zeit, aber er ist ja Prophet, er ist zu idealisieren, er ist fehlerfrei. Sind es dann wirklich gottergebene Menschen oder sind es nicht eher Mohammedaner?
Das sind kranke, gefährliche Menschen. Also ich kann dir antworten. Also wenn wir von der Begrifflichkeit ausgehen, dann existiert der Begriff Muslim seit der Entstehung des Islam. Mohammedaner, das haben erst die Europäer langsam, aber sicher eingeführt, weil sie immer von dem Religionsstifter ausgehen, ja, so wie Buddhisten, Buddha, Christentum, Christus und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie diese Begriffe Mohammedaner benutzt. Und theologisch betrachtet hat Muslim eine Bedeutung. Ja, heißt nichts weiter als Ergebenheit oder sich ergeben, ja, oder sich unterwerfen, je nachdem, welche deutsche Übersetzung gerade die akzeptablere Übersetzung ist. Tatsache ist, dass die Muslime sich selber so labeln. Und solange die Muslime sich selber so labeln, benutze ich das Wort Muslim und Islam. Okay, okay. Und der zweite Punkt wäre, mein zweiter Punkt wäre noch, was mir auffällt, ist, dass selbst diejenigen, die so Hobby-Imame auf TikTok sind, dass sie sich unheimlich wenig mit der vorislamischen Geschichte und auch mit den Konflikten und Kriegen im 5. und 6. Jahrhundert beschäftigen. Also sie wollen gar nicht historisch sich erklären, wie der Islam entstehen konnte. Wenn man sich diese Zeit anschaut, es standen sich das Byzantinische Reich und es standen sich die Sassaniden gegenüber. Und die Sassaniden haben ein Stück weit expandiert. Das Byzantinische Reich wurde immer schwächer, hatte innere europäische Konflikte. Und die arabischen Stämme auf der arabischen Halbinsel haben etwas gebraucht, was sie sozusagen vereint, was sie unter eine Glaubenskraft bringt, um all diese Konflikte, die zwischen den Stämmen herrschten, existierten, um die ad acta zu legen und sich wirklich zu vereinen gegen die Sassaniden und gegen Byzanz. Wenn man sich das anschaut, dann macht das historisch natürlich total Sinn. Aber dann zeigt es auch, wie weltlich dieser Glaube eigentlich ist. Schau mal. Gar keine Frage. Wenn die Religion so einen politischen Aspekt hat, nämlich Staatsführung, Schura, Beratung, Scharia, weltliche Verwaltung und so, dann beginnt diese Religion nicht mehr spirituell zu sein, was immer das Wort spirituell bedeutet, sondern dann wird es tatsächlich weltlich. Aber ich will kurz Techno-Wikinger noch zu Wort kommen lassen. Ich glaube, du hast dich gemeldet. Ich habe ja die ganze Zeit geredet. Achso, du warst das. Dann war es Sonnenschein, oder? Ja. Ja, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht. Herr Sonnenschein wollte. Kein Problem. Hallo Sonnenschein. Okay, schieß los, Sonnenschein. Nee, es war Toni gewesen, der was sagen wollte. Islam, okay. Wenn ich überlege, war gar keine Zeit, hat immer die politische Absichten gehabt. Wenn er beobachtet, ging es Mohammed immer darum, um das Politische, die Welt, er wollte schon mal die Welt beherrschen. Ganz im Gegensatz zu Jesus. Jesus war nie mit der Absicht, die Welt zu erobern. Jesus hat nie zu tun mit der Politik oder mit der Welt zu tun. Er hat immer gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Mein Reich ist das himmlische Reich, ist von Himmel. Und gibt den Cäsar, was dem Cäsar gehört, und gibt Gott, was Gott gehört. Also Gott hat sich definitiv auch rausgehalten, komplett rausgehalten. Und auch das Alte Testament, und Muslime kommen gerne immer mit dem Alten Testament. Die verstehen nicht, dass die Bibel ist ein geistiges Buch. Diese Sachen, was im Alten Testament passiert ist, das ist eigentlich auf den Feind, auf den geistigen Feind bezogen, als die Philister Israel angegriffen haben. Das ist nur der Feind, das geistige Feind, was dich angreift, in deinem Glauben zu kämpfen. Und das ist mit dem damaligen Krieg so gewesen, dass Gott die Völker benutzt hat. Ich verstehe, was du meinst, Toni. Moment, aber das ist beschränkt. Das ist damals so gewesen, dass Gott Israel gezüchtigt hat und auch verteidigt hat und auch beschützt hat, aber mit logischer Schlussfolgerung. Nicht, weil die anderen Völker nicht glauben wollen, an Yahweh geglaubt. Der hat sie nicht gezwungen. Es ging nur darum, dass diese Leute Israel eingegriffen haben, ohne Grund. Oder die haben ihre Kinder geopfert an diesen Mammon. Und das hat Gott kritisiert im Alten Testament. Und das ist die ganze Sache. Und okay. Es geht eigentlich noch Jesus, mehr war da nicht. Toni, wenn ich kurz, Kian, gibst du mir kurz das Wort, gerne, bitte? Ich würde gerne auf Toni antworten. Ich verstehe, was du meinst. Und aus dieser Perspektive macht das auch zumindest für mich vollkommen Sinn, ja. Ich denke, uns allen ist jetzt kein historisches Artefakt bekannt, das irgendwie belegt, dass Jesus proaktiv gewalttätig war.
Wenn wir es jetzt aber versuchen, vielleicht neutral historisch zu betrachten, muss ich mir die Frage stellen oder die Annahme treffen, dass Jesus ja auch de facto überhaupt gar keine weltliche Macht innehatte. Das heißt, es bleibt sozusagen offen. Wir wissen nicht genau, ob nicht auch ein Jesus, wenn er denn für sich postuliert hat, von Gott zu sein oder Gott zu sein oder whatever. Weil mit der weltlichen Macht geht politische und generelle Macht ja einher und der Zugang zu Ressourcen und Macht. Und das hatte Jesus nicht. Das heißt, wir müssen uns auch ein Stück weit zugestehen, dass wir schlichtweg hatte er nicht, weil er eben schwach war. Er hatte Anhänger. Das war nicht schwach. Okay. Jesus ist aus unserer Perspektive Gott, weil wir haben ja gesehen, was er konnte, dass er Menschen geheilt hat und dass er den Tod besiegt hat. Okay, kein gut. Schwacher Mensch kann sowas. Schwacher Mensch kann gut, von sich behaupten. Das können wir natürlich auch nicht bezeugen. Das ist jetzt natürlich diese religiöse Annahme, die respektiere ich auch, ne, habe ich kein Problem. Was mein Punkt war, schlichtweg nur der, dass wir neutral nicht wirklich beurteilen können, hätte Jesus weltliche Macht gehabt in Form von Waffen, Militär, Gelder, Vitamin B etc., die hatte er nicht. Und ein Mohammed hatte die schon durch seine Stammeskultur, durch seine Frau Hadija, die ja auch wohlhabend und angesehen war etc. Das will ich damit meinen. Das heißt, Mohammed konnte natürlich relativ schnell auch sich militärisch formieren, zumindest in Medina allerspätestens, ne? Und bei Jesus haben wir diese Form der Biografie gar nicht. Das wollte ich nur sagen, ne? Also ja, nee, fahr fort. Jesus hatte nie, natürlich könnte, aber das war nicht seine Absicht, weil guck mal, das ergibt doch keinen Sinn gehabt. Was ist es bitte für ein Gott, der hier auf die Erde kommt und die Menschen bekämpft? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Weil, ja, verstehe ich vollkommen. Da bin ich bei dir. Ja. Und aus dem Grund, guck mal, Jesus kam mit Liebe. Guck mal, die Menschen haben Jesus angenommen, nicht weil er sagte, ich bin Gott, dummer Trottel, ich bin Gott und ich war aus Frust. Nein, Jesus kam mit Liebe und hat durch seine Taten gezeigt. Nicht, weil viele Leute sagen, gut. Viele Leute wollen Gott sein, aber nur einer, verstehst du, hat es geschafft. Okay, Toni, wenn wir das, ich verstehe vollkommen, was du meinst, aber wenn wir das. Ich würde gerne was dazu sagen, und zwar, in der frühchristlichen Zeit galt Jesus als der Logos, als das Wort. Also es geht im Prinzip, in der frühchristlichen Philosophie geht es nicht darum, eine Religion zu expandieren durch Gewalt, sondern es geht darum, die Botschaft in die Welt zu tragen. Man muss aber sagen, dass natürlich das Christentum dort, wo diese Botschaft auf Widerstand getroffen ist, auch zu Gewalt gegriffen hat. Also da könnte man jetzt zum Beispiel die Zwangschristianisierung der nordeuropäischen, der germanischen Völker nehmen. Da könnte man die Sachsen nehmen, die sich gegen die Franken gewehrt haben und wo Karl der Große als Sachsenschlechter gilt. Also das heißt, das Christentum selbst hat natürlich auch immer zu Gewalt gegriffen, um seine eigene Religion zu legitimieren, dort, wo das Wort eben nicht mehr weiterkam. Aber in der frühchristlichen Zeit galt Jesus nur als Logos, als Wort. Ja, aber okay. Man kann jetzt nicht mit der Bibel, man kann mit Jesus kann man nicht legitimieren, dass man Kriege führt, weil das, was die Kirche gemacht hat, die katholische Kirche oder was, die Menschen sich daraus gemacht haben, das war auch politische Verteidigung, weil schau, würde sich Beispiel, dass die christliche Länder nicht verteidigt, wären wir komplett von Islam eingenommen. Und schau mal, eine Handvoll Kreuzritter haben die Muslime zurückgehalten. Also die haben das Christentum auch bewahrt. Natürlich gab es politische Streitigkeiten aus Verteidigung und so. Aber das war jetzt kein Grund, mit Jesus jetzt irgendeine Macht anzunehmen. Das war niemals die Absicht von Jesus. Ich hab eine Frage an Kian. Ja, Kian, du hast doch persische Wurzeln, oder? Ja.
Was sagst du zu der Theorie, also das Wort Gott, wenn wir nur das Wort nehmen, das ist ein altes indogermanisches Wort, was sich so durch Persien zieht, durch Sanskrit, durch die europäischen Sprachen. Wenn man mal zurückgeht zum Ursprung des Wortes und auch das Neue Testament beginnt ja mit dem Satz, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und mich hat immer interessiert, wo kommt dieses Wort eigentlich her? Und ich glaube, im Persischen ist Choda das Herbeirufen des Seins. Und wenn man sich das anschaut, das ist im Sanskrit ähnlich. Das ist Chota und im Deutschen ist es Gott und im Englischen ist es God. Das heißt, eigentlich liegt dem was zugrunde, nämlich der Gedanke, der Mensch wird auf diese Welt geworfen, ist mit ganz vielen Fragen konfrontiert, nach dem Warum, nach dem Sinn und er nutzt das Wort Gott, um ins Sein zu rufen, in Reflexion darauf irgendeine Antwort zu erhalten. Und das Wort Gott ist auch direkt verbunden mit dem Wort Gut. Und im Ursprung meint das Wort Gut das Schöpferische, also das Schöpferische im Menschen, in der Natur, im Kosmos, das, was etwas erschafft. Da liegt der eigentliche Ursprung und der ist nicht unbedingt an eine Religion gebunden, sondern er ist viel älter. Also ich kenne mich nicht besonders viel damit aus, muss ich ehrlich gestehen. Das persische Wort für Gott ist Choda und wird von allen Leuten da benutzt, ob sie Christen, Juden oder Muslime sind oder auch der Sadushti, also der Zoroastra-Religion angehören, die alle benutzen das gleiche Wort. Ja, ein neutrales Wort einfach. Genau, es meint ja im Kern etwas erschaffen, etwas schöpfen, ja. Oder? Aber, genau, das weiß ich nicht, das kann ich nicht mal bestätigen, ich kann es nicht mal sagen. Ich kenne ich kann das nicht einmal sagen, was es wirklich bedeutet. Wir wissen, Choda ist für uns Gott. Ist Gott. Mhm. Es ist dieser eine einzige existierende Gott. Ja, also. Aber ich würde es nicht. Ich glaube, viele machen heutzutage den Fehler, dass sie es direkt an die abrahamitischen Religionen knüpfen und damit an diesen einen Schöpfergott, obwohl das Wort eigentlich älter ist und eigentlich nur die Bedeutung hat, Schöpfung, das Gute erschaffen, etwas, das positiv ist, etwas, das bleibt. Natürlich, wenn man jetzt als Ex-Muslim geprägt ist durch eine Religion oder auch als Christ oder als Jude, dann personifiziert man das heute. Und ich höre irgendwie in 99% der Gesprächen immer, dass Gott angesprochen wird wie eine höhere Person, wie eine männliche höhere Macht oder sonst was. Dabei ist es ja eigentlich der Ruf ins Sein, das Herbeirufen des Schöpferischen. Ja. Ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Kulturen und Völker ja, genau. Begrifflichkeiten annektieren für sich und integrieren, das glaube ich, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch so alt wie die Menschheit selbst. Ne? Freunde, aber auf jeden Fall interessant. Verzeihung, ja. Entschuldigung, wir sind bedauerlicherweise sehr abgewichen von dem Ursprungs. Kern meines Lebens. Ja, ich wollte das jetzt nicht zu sehr theologisch ausarten lassen auf andere Religionen, sondern ich wollte Muslime herausfordern, ihre Religion zu erklären. Ja, über das Christentum weiß ich so gut wie gar nichts. Auch nichts über diese Gedanken, obwohl ich das sehr interessant finde. Aber mein Bedürfnis, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, ist im Moment sehr minimal. Ich interessiere mich eher darüber, was die islamischen Schriften sagen und damit ich die Muslime damit konfrontieren kann. So, ich habe hier Mujib R drin und jetzt kann Mujib R uns ein bisschen sagen, ob er ein Repräsentant des Islam ist. Ja, hallo, Kieran. Nein, seit langem nicht mehr. Ich bin gebürtiger Muslime, richtig. Ich komme aus Afghanistan, ein Land, wo natürlich das ganze, das kennt ihr alles, ja. Sag mal so, Islam-Schande da liegt. Möchte ich einmal sagen, seit ich dich kenne, verfolge ich deine Aufklärung und deine Auftritte, sag mal so, deinen Mut mit Michael und alle anderen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch so präsentiert. Und ja, ich sag mal so, ich gehe auch auf TikToks mit der live, ob afghanische Muslime sind oder teilweise deutsche Jugendliche, die hier Imams, die irgendwelche Talks hier halten. Es ist immer dieselbe Masche. Wenn du sagst, Entschuldigung, Mohammed hat mit einem Sechsjährigen meines Erachtens misshandelt oder zum Beispiel Sklaven gehabt oder
getötet oder wenn du von Sahih Bukhari, von Al-Ghazali, von alles holst, immer dasselbe wie dieser Herr Amin, warst nicht dabei, du hast den falschen, du hast nicht verstanden, zum Beispiel sagen alle. Dann, wenn wir heute die aktuellere Situation in Afghanistan oder in Iran und auch arabischer Länder diese Beispiele bringen, ist immer selbe Antwort. Das heißt, viele Muslime leider wollen einfach nicht hören. Die möchten auch nicht Aufklärung betreiben. Das Problem ist auch, die sehen auch. Die sehen. Ich habe heute ein Video aus Pakistan gesehen. Ich kann auch teilen, wenn ihr wollt. Ein Mann, ein pakistanischer Mann, ein 9-jähriges Mädchen heiraten möchte und das Mädchen heult, weint und geht zu seinem Kind. Ja. Und der holt seine Kalaschnikow sogar. Der holt seine Kalaschnikow und sagt, ich bringe. Und das tut, ich habe eine Tochter, die ist 9 Jahre alt. Und so. Und dann denke ich mal, wer an diese Religion glaubt. Und trotzdem, weil diese Menschen, die Quelle ist Koran, Quelle ist die Ahadith oder sogenannte, was immer sagt man Ahadith auf Deutsch. Das sind die Quelle, das steht 1:1 beschrieben. Wenn ich afghanische Fernsehen oder die Afghanen, jetzt Taliban oder die alle jetzt auf Persisch auch oder auf Pashto an die Menschen sich wandern und dann zitieren sie direkt ohne Lücken aus diese Bücher und sagen zum Beispiel Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt, schlag deine Frau wenn sie nicht horcht. Das sind Fakten, aber viele sehen das nicht und das ist so schlimm und das tut mir so weh, weil viele Menschen in meinem Land, Frauen, die tagtäglich das erleben, die verschwinden, aber trotzdem die sehen und hören und die Quelle ist eindeutig. Das ist im Koran steht, glaube ich, dass das dieses Buch so einfach gesandt wurde, dass alle verstehen kann. Aber leider gerade in Europa, die Menschen wie ich hier fliehen und hier einen Schutz suchen, trotzdem das, sagen wir so, legitimieren. Und was mich auch ganz, ganz, ganz schrecklich mehr wehtut, die manche deutsche Politiker wie Grünen oder Linken oder SPD, an denen ich sehr, sehr lange geglaubt habe und diese Toleranz gegenüber dieses Buch, ne, das verstehe ich nicht. Und dann sagen die, Islam ist ein friedliches Religion. Und ja, das eine ist absolut falsche Toleranz. Ja. Falsche Toleranz. Und da wird nie zur Aufklärung kommen. Mhm. Und das ist schade. Okay, ich glaube, viele Sachen habt ihr alle gesagt. Ich will nicht in Details gehen. Ich bedanke mich nur von Herzen, dass solche Leute wie Kian und wie die Dame, Entschuldigung, ihre Dame, ich muss sagen, Mujib und ich, wir kennen uns schon. Aus wo? Ah, okay. Sieh eine an hier. Entschuldigung, ich habe. Dann tut mir leid. Ja, ich muss sagen, wirklich ein ganz angenehmer Mensch. Mujib, ich muss nur sagen, du bist wirklich sehr, sehr angenehm. Danke. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke Sie euch auch. Gut. Bleibt so weiter, ich bin bei euch. Vielen Dank. Danke. Ich hätte noch eine Frage an dich. Ja. Ich hätte noch eine Frage an dich, Kian. Gab es bei dir eigentlich einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast oder gesagt hast, jetzt sind die Zweifel so groß an dieser Religion, jetzt muss ich mich davon lösen? Mr. Iraki, vielen Dank. Nein, es gab viele Momente über einen längeren Zeitraum von 4 Jahren, die mich dazu gebracht haben, den Islam schlussendlich 2017 an den Nageln zu hängen. Vielen Dank, Iraki. 2013 haben meine Zweifel angefangen, dann ging das so bis 2017. Ich habe dann Alternativen gesucht, habe mich viel mit alternativen muslimischen Bewegungen auseinandergesetzt, den Koraniten und Reformerkräften und so weiter und so fort. Und am Ende, schlussendlich, habe ich 2017 gesehen, dass ich nirgendwo mehr geistig zu Hause bin. Und dann habe ich mich vollends von der islamischen Weltlehre oder der Dogmalehre getrennt und habe entschieden, dann dem Islam den Rücken zu kehren. Interessant. Bei mir war das auch das Jahr 2013. Nicht, dass ich aus der Religion kam, aber ich war vorher, würde ich sagen, eher im linkspolitischen Vorfeld aktiv und bin auch eher links sozialisiert. Und dann war Hamed Abdel Samad in Berlin und hat damals das Buch veröffentlicht, Der islamische Faschismus.
Und ich hatte ihn vorher gesehen in irgendeiner Gesprächsrunde und bin dann dorthin gegangen, um mir einfach anzuhören, was er zu sagen hat. Und vor den Räumen, das war damals auch, also er hat da gesprochen, und vor den Räumen standen Demonstranten, die ihn wiederum als Faschisten bezeichnet haben. Und diese Demonstranten kamen zum Großteil aus dem antifaschistischen Spektrum. Ich kannte davon sogar ein, zwei Leute und dachte mir so, ja gut, also dann kann das nicht das politische Vorfeld sein, in dem ich tätig sein will, wenn ihr noch nicht mal bereit seid, jemandem zuzuhören, der Ex-Muslim-Bruder ist und der lange in dieser Religion selbst gelebt hat, der selbst daran geglaubt hat, dessen Vater auch Imam ist. Und das war dann für mich so ein Bruch, mich aus diesem linken Spektrum sehr zu lösen, weil mich diese Ignoranz angewidert hat. Wahnsinn. Ich bin ja auch von der Antifa verfolgt worden. Die haben ja eine gigantische Aktion gegen mich gestartet, so mit Adresse raussuchen und Flyer verteilt in meiner Nachbarschaft, in meiner angeblichen Nachbarschaft. Die Idioten haben gar nicht kapiert, dass ich da gar nicht mehr wohne. Und so weiter und so fort. Ja, wie bitte? Man muss Moment, echt diese Moment, Moment. Leute Eine Sekunde. konfrontieren. Man muss echt. Eine Sekunde bitte, eine Sekunde. Hier steht Undercover. Undercover schreibt jetzt, wenn ich dich packe. Das heißt, wenn ich dich erwische. Ja? Ja? Schöne Einladung. Go fuck yourself. Ja? Wie friedlich Ja, sie wie sind. friedlich, ne? Ja, hier. Wenn ich dich packe, ja, dann trage ich dich zum nächsten Restaurant und lade dich zum Essen ein. Ja? So ungefähr soll das vielleicht heißen, ja? Jo, vielen Dank. Danke, Leila. Ich kann nur dazu sagen, ach, fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja, richtig. Und die Antifa hat mich ja auch schon gesucht und gehetzt. Die sind wirklich in einem großen Bündnis Hand in Hand mit dem Islam zusammen und decken die Muslime, weil sie glauben, sie müssten auch die mitgebrachten Ideologien von Minderheiten beschützen, weil sie denken, dass wenn man Minderheiten in Deutschland kritisiert, dann setzt man Minderheiten einer unnötigen Gefahr des Rassismus aus. Ja, und deswegen beschützen sie nicht nur Minderheiten, toxische Minderheiten, sondern auch toxische Minderheiten, die toxische Ideologien mitbringen. Ja, wo siehst du denn die Antifa mal gegen die grauen Wölfe vorgehen, gegen die rechtsradikalen grauen Wölfe? Die schreien doch immer Nazi raus, Nazi raus. Warum gehen sie nicht mal nach Nordrhein-Westfalen, Essen und so, wo die grauen Wölfe ihren Sitz haben und stellen sich mal dahin? Weil sie wissen, dann werden sie alle mit einer Tüte nach Hause getragen. Ja, und deswegen macht niemand etwas. Ja, da kommen sie lieber so auf Islamaufklärer und jagen die dann also um alle Ecken. Ja, ich bin auch der Meinung, dass die wahren Rassisten eigentlich diejenigen sind, die an Minderheiten oder an Muslime geringere Maßstäbe ansetzen als an sich selbst oder an die Deutschen. Richtig. Man muss sie echt zusammensetzen. Diese Leute, die verteidigen diese Regel, die heißt Antifa, man muss sie mit diesen radikalen Muslimen in einen Raum setzen und dann würden sie sehen, und dann man muss sie ja konfrontieren und dann würden die vielleicht aufwachen. Weil jetzt, sie leben in eine demokratische Ding und sie basteln sich alles so schön und sie sehen die Gefahr nicht. Und sie verteidigen das einfach, weil sie kennen die Gefahr nicht. Ja, das ist eine falsche Form von Toleranz. Genau, das stimmt allerdings auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Mal abgesehen von den sogenannten Mainstream-Muslimen, die erschreckend häufig auch kaum bis gar kein tiefgründiges Wissen, kein Hintergrundwissen über die eigene Religion, die eigene Weltanschauung haben, haben wir natürlich auch solche Gruppierungen, die demzufolge dann natürlich auch gar keine Ahnung haben. Und da treffen sich halt zwei, ne? Und man ist der Annahme, man hält da irgendwas hoch und glorifiziert das basierend auf Menschenrechte, ohne es wirklich offenen Herzens mal kritisch, einfach nur kritisch zu betrachten. Man muss ja keine Schlussfolgerung daraus ziehen, aber die kritische Begutachtung jedweder Ideologie, finde ich, ist auch eine Menschenpflicht. So, ne? Aber ja, offenbar Ich sehen würde das auch die sagen, Menschen anders. Komische dass Menschen, die die haben so Musik, eine dass die verdorbene Fäkalsprache, das ist echt ekelhaft. Also, Hanna, vielen, vielen Dank.
Meine Güte, meine Güte. Ich würde auch sagen, dass ich diese Kritik nicht nur an die Muslime richten darf, sondern auch an jene, die so naiv und auf eine falsche Art tolerant sind. Also auch vielmehr gegen, zum Beispiel gegen die aktuelle Regierung, die ja wirklich naiv ist, was dieses Thema angeht. Man muss sich natürlich fragen, wo kommt es her? Ich glaube, das hat auch was mit der deutschen Vergangenheit zu tun und man könnte sagen, mit diesem Schuldgefühl und mit diesem Glauben, dass wenn man Minderheiten in irgendeiner Form. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Ja. Wenn man, also dieser falsche Glaube, man dürfe Minderheiten in ihrer Religion und in ihrem Religionsverständnis nicht in irgendeiner Form einschränken und beschränken. Und das Wort Religionsfreiheit wird auch so missbraucht und so instrumentalisiert. Ich glaube, da liegt auch ein großer Knackpunkt. Und da sind zum einen die Einheimischen in der Verantwortung und auch die aktuelle Regierung oder überhaupt in ganz Europa die Regierungen, die da eine falsche Toleranz an den Tag legen. So sieht es aus, das sehe ich genauso. Ich finde das eine Floskel mit Ausrede, wegen Nazi-Keule. Das ist eher eine Floskel, weil das gilt eigentlich nicht mehr. Das ist so abgeschafft. Das ist eigentlich weg. Die Politiker haben doch ihren Bunker, das interessiert doch nicht. Die haben ganz andere Absichten mit dieser. Guck mal, normalerweise. Nicht mal eine Kakerlake kann in Deutschland reinkommen, ohne kontrolliert zu werden. Geh mal bitte zum Flughafen. Es sind immer noch Menschen. Du wirst bitte auf letzten Haar kontrolliert. Keiner kann einfach so reinkommen in Deutschland. Niemand kann normalerweise so einfach in Deutschland kommen. Aber komischerweise kommen die Leute rein. Also denke ich mir, da muss auch was anderes dahinter sein. So, verstehst du, die haben ganz andere Absichten, ganz andere Pläne. So. Absolut, also ja, es spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Das kannst du auf der Makroebene sehen und auf der Mikroebene. Das stimmt schon. Und man muss sich natürlich auch fragen, wenn wir als also ich bin selbst Deutscher, wenn wir als Deutsche kein positives Selbstbild haben, kein positives Selbstverständnis, sondern uns immer noch darüber definieren, über diese 12 Jahre und nicht über diese lange Kultur- und Sprachgeschichte, die über 2000 Jahre umfasst, dann kann ich eigentlich dem Muslim oder überhaupt dem Migranten, der herkommt, noch nicht mal hundertprozentig vorwerfen, dass er sich nicht hier integrieren will, weil warum will denn überhaupt irgendein Mensch Teil eines Tätervolks sein, wenn es sich selbst so empfindet? Ne? Also es braucht ein positives Selbstbild, es braucht ein positives Selbstverständnis. Man muss sich bewusst machen, dass die deutsche Kultur weit über 1000 Jahre umfasst, dass die deutschen Stämme im 4., 5. Jahrhundert begannen, dass auch die ersten deutschen Schriften gegen Leibeigenschaft schon im Sachsenspiegel vorhanden sind im 12. Jahrhundert. Also da gibt es viel mehr zu entdecken, als irgendwie sich nur daran festzuhalten, 1914 bis 18 oder 33 bis 45 oder so. Ja. Womit ich ein Problem habe, ist... Entschuldigung, ich muss immer so zwischendurch ein bisschen moderieren, damit wir die Kontrolle behalten. Gerne. Fatih hat die ganze Zeit darum gebeten, nach oben zu kommen. Fatih, danke. Was willst du jetzt beitragen? Grüß dich. Erstmal danke, dass du mich reingeholt hast. Und von Anfang an, ich bin einfach in eine Partei dazwischen. So, ich bin nicht für den Islam, also... Ich bin jetzt einfach auf keiner Seite. Und was mir aufgefallen ist, wo ich auch, Juno, glaube ich, hieß sie, weil ihr Freund oder ihr Bekannter, weiß ich nicht, war ja vorhin drinne und er hat ein paar Sachen angesprochen, da möchte ich jetzt auch ein paar Antworten liefern. Und auch, was ich schlimm finde, bei den Kommentaren von Moslems ist, sie sagen, dass Priester irgendwie pädophil werden, finde ich schlimm. Aber was ich auch schlimm finde von Christen vorhin, dass sie islamierte Menschen, also Leute aus dem Islam, irgendwie als Kinderverheirater nennen. Und das check ich nicht, weil guck mal in Europa, nach Rumänien, sehr christliches Land, gibt's immer noch von den Romas dort Kinderverheiratungen. Immer noch. Aber Moment kurz. Kinder mit Jugendlichen, nicht mit Erwachsenen. Nein. Du findest keine 14-Jährige mit einem 50-Jährigen. Der Junge ist auch 12-Jährige mit einem 40-Jährigen. So, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das sind kranke Leute. Das stimmt nicht. Ich bin selber Roma, ich bin selber Zigeuner, ich bin aus Rumänien. Und du kannst mir das sowas nicht vorwerfen.
Weil ja, ich aber, kenne meine Roma-Leute. Wir heiraten jung, ja. Wir heiraten jung mit 16. Warum? Damit sie zusammenwachsen und moralisch leben können, so miteinander. Und wir haben unsere Gründe so. Und nicht, wir heiraten nicht unsere Mädchen, wir lassen nicht mit den Älteren heiraten. Nein, niemals. So etwas gibt es bei uns auch nicht. Unsere Mädchen heiraten einen gleichaltrigen Jungen. Ja, maximal 5 Jahre, 6 Jahre Unterschied. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, sie ist 16, 18, dann ist der Junge vielleicht 20, 22, okay. Aber nicht ein mit 50, 60 und das Kind ist 14, nein, sowas gibt es auch nicht. In mein Dorf haben Roma. Entschuldigung, Khaled, du schreibst jetzt ungefähr zum 10. Mal, Kian war nie ein Moslem. Komm hoch und rechtfertige diese Aussage. Wenn du nicht hochkommst, nenne ich dich vor all den Leuten, die jetzt hier drin sind, ein Feigling und ein Verleugner. Khaled, komm hoch. Messen wir doch einfach mal, was ich weiß und was du weißt. Okay? Khaled, komm hoch. Du hast 10-mal geschrieben, Kian war nie Muslim. Bitte komm hoch und dann messen wir unser Wissen. Okay, Khaled? Ich bin öffentlich, ich traue mich, ich verstecke mich nicht. Du siehst mein Gesicht, du siehst meinen Namen, alles ist da. Du bist derjenige, der sich hinter deinen 18 Follower versteckt und ein schwarzes Bildchen hat. Komm hoch, schalte die Kamera an und nenn mich einen Fake-Ex-Muslim. Und wir reden darüber, okay? Aber wenn du jetzt nicht hochkommst, schmeiße ich dich aus meiner Plattform raus. Guck mal, Toni, in mein Dorf haben eine 12-Jährige mit einem 18-Jährigen geheiratet. Aus Rumänien, Roma haben in Kosovo geheiratet. So, du meinst, ist das für dich okay? Er war 40. Und sowas gibt's bei uns nicht. Nein. 12-Jährigen mit einem 18-Jährigen. Ist das für dich okay? Nur kurz, können wir uns darauf einigen, okay, dass das rein objektiv betrachtet beides kritisch zu betrachten ist? Genau. Das eine rechtfertigt doch das andere. Aber so, das ist also, aber das jetzt hat ja keine, mit keine Mehrheit. Das ist. Das hat auch niemand gesagt, dass Kinderehen eine Erfindung von Religion ist, Fatih, bitte. Das hat hier niemand in den Raum geworfen. Das möchte ich aber halt auch halt klarstellen, dass nichts mit Religion zu tun hat, was dein Freund da, Juno, gemeint hat, dass sowas in Pakistan passiert. Das hat nichts mit Pakistan zu tun. Freunde, eine Sekunde, Entschuldigung. Khaled, da unten gibt's einen Guest-Button, da drückst du drauf und dann sehe ich, dass jemand nach oben kommen will. Und dann kommst du nach oben und dann sagst du mir, warum ich kein Muslim gewesen bin. Okay? Das sind Einzelfälle, ja. Ich kann ja nicht reden, das sind Einzelfälle. Dafür habe ich ja keinen Einfluss. Aber normalerweise gibt's sowas nicht. Toni? Das wird auch nicht erlaubt. Ja. Bist du Christ? Ja. Wir sind in Deutschland, ja. Demokratisches Land. Hier kannst du sein, was du möchtest. Du kannst hier eine normale Familie haben, du kannst hier schwul, lesbisch sein. Und alle sagen, dass Muslime anti-LGBTQ und sowas sind. Aber wieso steht dann in der Bibel, dass man, kannst du auch im Internet nachgucken, ich kenne den Vers nicht, dass falls ein Mann mit einem anderen Mann zusammen ist, man ihn töten darf? Wieso steht das in der Bibel? Kannst du mir das mal erklären? Ja, weil Gott hat die Ehe als heilig gemacht und Gott sagt nicht, Gott, das war im Alten Testament, wo gesagt ist, dass man sich steinigen soll, ja. Und Gott braucht, das war nur für die Juden gedacht. Bei den Juden war das verboten wegen des Blut, ja. Und sie durften sich nicht verunreinen. Aber wie ist dann der Islam aggressiv? Also wenn ich sowas höre, ist doch der Christentum aggressiv. Im Neuen Testament hat Gott diese Schwulen mit Krankheit verflucht. Also das Blut soll auf sie liegen. Das heißt, sie sollen krank werden. Gott braucht keinen Mensch, der andere Menschen tötet oder steinigt. Das macht Gott mit diesen Menschen. Gott macht es. Ah, dann ist doch der Christentum anti-LGBTQ und allgemein aggressiv. Freunde, Entschuldigung, Freunde. Das funktioniert nicht. Toni. Du kannst Gott nicht sagen, was er machen soll. Toni, Entschuldigung. Ja. Freunde, mein heutiger Topic, also mein heutiges Thema ist nicht Christentum. Und ich möchte vom Christentum geht für mich keine Gefahr aus. Ich finde, dass das für mich ist der Islam eine schwierige und problematische Religion. Und deswegen lauere ich wie ein hungriger Löwe, dass Menschen wie Khaled hochkommen
und mir sagen, dass ich kein Muslim bin. Und dann messen wir uns einfach, schauen wir einfach mal an, was weiß ich, was weiß Khaled. Okay, aber dieses Gequatsche immer, ich sei kein Muslim gewesen, woher wissen wir das? Hast du mit mir in der gleichen Wiege gelegen? Haben wir die gleiche Mama, sind wir in die gleiche Schule gegangen? Weiß ich nicht, wohnst du bei mir? Hast du irgendwie im Kleiderschrank gewohnt und ich wusste nichts davon und du hast mich heimlich durch die Löcher in der Wand beobachtet? Woher weißt du, dass ich kein Muslim war? Ja, das ist immer unglaublich. Nur weil ihr wehleidig seid, weil ihr beleidigt seid, weil ihr nicht verstehen könnt, dass auch Muslime den Islam verlassen können, dreht ihr am Rad und erfindet alles Mögliche. Er ist Aramäer, er ist Jude, er ist in Wirklichkeit Jeside, er ist überhaupt kein Muslim gewesen. Er, weiß ich nicht, er ist ein Alien, er hat sich nur nach künstlicher Haut rübergezogen. In Wirklichkeit hat er ein Auge in der Mitte und keine Nase und kommt vom Planeten XY. Was ist los mit euch, Leute? Ja, kommt, ich rede hier öffentlich, ich demonstriere mein Wissen, um die Chance hochzukommen und euer glorreiches, heiliges, wunderbares, mohammedanisches Wissen zu zeigen. Und dann kommt, aber verleugnet mich nicht, was habt ihr für eine Diskussionskultur, ihr Hinterwäldler? Kommt nach oben und dann reden wir darüber, ja? Ja, du weißt nicht, was Muslim bedeutet. Du hast mich nie gefragt, du Schwachkopf, was Muslim bedeutet. Deswegen kannst du gar nicht wissen. Außerdem habe ich ungefähr vor 15 Minuten erklärt, was Muslim bedeutet im Gespräch hier. Also für ihr seid wirklich, ich nenne euch, ihr seid eine völlig neue Spezies. Euch nenne ich Homo Islamicus Idioticus. Ihr seid wirklich eine vollkommen neue Spezies. Jan, ich habe mal eine Frage zum Islam an dich. Zu wem? An Kian habe ich eine Frage zum Islam. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, im islamischen Jannah, also im Paradies, wird ja der Märtyrer mit bis zu 72 Jungfrauen belohnt für seinen Einsatz, dass er im Kampf gefallen ist. Jetzt frage ich mich, wenn man als Mensch seinen Körper auf der Erde lässt und stirbt und man glaubt an ein Jenseits, welche Körper sind dann eigentlich da oben? Woran ist festzumachen, dass etwas eine Jungfrau ist oder nicht? Und hat man dann da oben in diesem islamischen Paradies einen materiellen Körper oder was ist das? Hat im Jannah, im Paradies, tatsächlich materialisierst du dich wieder. Du hast einen echten Körper mit einem echten eigenen Geist wie auf der Erde und dann, wenn Gott dir eine Frau dort schenkt, dann ist sie Jungfrau. Und sie wird übrigens, nachdem du mit ihr geschlafen hast, auch wieder Jungfrau. Ja? Also ist dieses Paradies so eine Art materialistische Parallelwelt. Die meisten Muslime haben ein Faible für Jungfrauen. Das ist einfach ein Puff, ein himmlischer Puff. Ja, Leute, überlegt euch doch mal. Muslime damals haben in der Wüste rumgehockt, die hatten kein Wasser, die konnten sich nicht richtig reinigen. Mohammed hat selber gesagt, wenn ihr kein Wasser habt, um euch euren Hinter zu reinigen, nehmt Sand oder Steine. So haben sie sich da gewaschen. Ja, das waren richtige Hinterwäldler. Und dann kam noch Folgendes dazu. Die Händler sind aus Syrien gekommen, die sind aus anderen Regionen gekommen, haben immer ihre Märchen und Geschichten mitgebracht. Dann haben sie abends am Lagerfeuer gesessen und dann haben sie sich all diese Märchen ausgetauscht. Ja. So. Und in diesem Dreckswüste, in der sie gelebt haben, wo sie immer schmutzig war, wo alles rau, heiß und kalt in der Nacht, da ist Mohammed plötzlich reingeschlagen wie ein Pfeil und hat dann plötzlich erzählt, Leute, wenn ihr für mich kämpft, dann werdet ihr in Seide gekleidet, dann werdet ihr Flüsse aus Honig und Milch erleben und ihr werdet viele Jungfrauen bekommen und es wird wunderschön sein, wunderschön. Und für solche Visionen haben die Muslime dann ihren Kopf hergehalten. Ja, das ist es, was diese Inspiration gemacht hat. Selbstverständlich ist das islamische Paradies nichts weiter als ein gigantischer Puff, wo Pädophilie ausgelebt wird, denn der Koran beschreibt es auch in verschiedenen Suren, dass die Gläubigen dort mit von Kindern mit Mandel, von Jungs mit Mandelaugen und mit samtweißer Haut bedient werden. Ja, also stell dir mal vor, du kommst ins Paradies und das erste, was du siehst, sind Mandelaugen und weißhäutige Kinder, die dir das ganzen Tag fressen und saufen servieren. Ja, das ist die Realität. Es ist ein Fake. Jannah ist ein Fake. Das ist einfach nur ein gigantischer Puff, den Mohammed da aufgebaut hat, damit er die Leute bei Laune halten kann. Wird dann im Islam genauer beschrieben, ob der Körper, den man dann in diesem Jannah hat, der eigene Körper ist, den man auf der Erde hat? Oder kann es sein, dass man da oben rumläuft, wie Jabba da hat?
Also ich muss ehrlich sagen, das kann ich zum augenblicklichen Zeitpunkt kann ich das überhaupt nicht sagen. Ich weiß nur, dass dein Körper, so wie du ihn auf der Erde gehabt hast, so wird dieser Körper auch in Jenner zu sehen sein. Also so wie du ausgesehen hast. Wenn ich in Jenner kommen würde, würde ich jetzt 33 Jahre alt werden. Das Höchstalter ist 33. Du wirst nicht älter und nicht jünger. Okay. Okay. Was sagst du eigentlich zu der These, also, dass der Plan... Meine Ex-Muslim meinte, die Frau ist durchsichtig, weil er hat auch das Thema gehabt, meine Ex-Muslim, er meinte, die Frauen dort sind irgendwie durchsichtig und man kann irgendwie, die sind sehr, sehr weiß oder irgendwie weiter, und die sind, die haben sehr große Busen. Naja. Die haben Busen und die sind durchsichtig. Also bei übermäßige Sexualisierung. Genau, der Koran einfach nur armselig. Genau, die Frauen im Paradies beschreibt der Koran als dickbusig, ja. Also die haben schon eine ordentliche Oberweite, ja. Und ich meine, schau dir mal an, wie billig das Paradies im Islam ist. Also wer kämpft denn für so etwas? Ja, das kann ich doch alles schon in dieser Welt haben, wenn ich ein bisschen nachdenke, dann kann ich auch eine Sexorgie machen und dann kann ich auch mir ein Mädchen suchen und so weiter und so fort. Also welcher Mensch, der Gott nahe